Hallo zusammen und willkommen zurück zu Frostpunk. Tag 24 haben wir jetzt. Wir stehen also so einen Tag ungefähr, ne, oder fast zwei, sagen wir zwei Arbeitstage vor der Fertigstellung. Wir sind 21 Stunden Vorfälligkeit, das heißt, wird es heute fertig, die Turmpumpen? Wir sind bei 79%, das ist tödlich, aber das wird dann besser, wenn die Lüftung anspringt. Aber die Motivation ist im Keller. Ich guck mal, ob wir da, hier können wir nichts machen. Irgendwo was machen. Das würde nur Streiks verringern. Wir müssen Gesetze erlassen, Leute nach Hause schicken, also die Leichen zum Beispiel. 5, hilft das? Ich gebe mal, ja. Ach, guck an. Zack. Das wusste ich nicht. Ja, und das, die, na doch, warte mal, das war, ach, erst war es die Unzufriedenheit, die war so hoch, dass, weil wir keine Leichenhalle hatten und die Leute nach Hause zu schicken, kauft uns Motivation für Holz. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Jetzt haben wir es 3 Uhr schon. Ich glaube, um 5 ist dann so, dass die Motivation nochmal fällt. Aber vielleicht geht es eben auch mit 9 Gesetzen, wenn das in 12 Stunden soweit ist. Okay. In 13 Stunden kommen die hier mit 250 Essen und 80 Ruhnahrung kommt hier. Also Essen ist ganz okay. Sind wir hier noch am Angeln? Wir sind am Angeln. Man könnte für die, also gegen Zufriedenheit wieder tauschen, na, dass die länger durchangeln, Tag und Nacht. Es wird kälter am 27. wird es kälter. Oh Mann. Wie sieht es mit der Forschung aus? Was machen wir gerade? Sicherheitsverbesserung. Oh, das ist auch wichtig, damit wir weiterarbeiten können, auch wenn es halt Bauprofile. Hier, wir bauen 2 davon. Mit Lüftung ist okay. Ne? Man könnte hier. Es geht immer irgendwie in die falsche Richtung. Unzufriedenheit ging runter. Die Motivation ist okay. Hat gehalten. Wenn wir die beiden Dinger gebaut kriegen, können wir das hier einsetzen. Und wir haben eine Gießerei gebaut, können schon anfangen. Naja, Stahl, 20 Stahl, 40 Kohle brauchen wir auch. Das ist natürlich blöd, weil Kohle ist knapp. Wir haben hier eine Ladestation. Arbeiten die jetzt auch schon. Aber das ist zu wenig. Da hatten wir, hier hatten wir die Dampfladestation. Wir haben auch keine Dampfkerne. Ich weiß jetzt nicht, wann wir das letzte Mal bestellt haben. Ich wollte nur noch Dampfkerne. Das war, glaube ich, mein Plan. Nur noch Dampfkerne holen. Keine weiteren Leute, damit das Essen reicht. Wir haben jetzt 260 Leute, ein paar werden sicherlich noch sterben, aber ich denke, es ist okay, wenn dann Dampfkerne da sind und wir Fabriken damit ausrüsten können und weniger Leute brauchen. So, wir haben jetzt hier 300 Stahl liegen. Hier 200, das wird halt, doch, das wird abtransportiert, okay. Wir haben halt keine freien Leute, ne? Das ist. Ach, schlimm. Also dauert das hier ewig. Hier bauen wir gerade nicht. Wir brauchen aber diese Dampftauscher auch noch. 5 Stunden. In 5 Stunden sind wir fertig um 16 Uhr. Das ist gut. Wie sieht es hier aus? Wir können das hier ausschalten. Dann geht es ein bisschen schneller. Wir haben nichts zu tun. Wir hatten noch ein zweites hier, ne? Das Sägewerk hat auch nichts mehr zu tun. Da arbeiten Leute, die nicht müssen. Die tun wir mal hier rein. Wollen wir das Sägewerk überhaupt verbessern? Es gibt ja eine Forschung. Ist jetzt auch noch nicht so weit. Wir forschen gerade an der Sicherheitsverbesserung, genau. Mehr Reichweite fürs Sägewerk. Dann könnten, ich glaube, das gilt für alle. Man muss da nichts extra ausgeben. Das ist einfach nur die Zeit des Forschens eben.
um hier noch ein paar Bäume abzusäbeln. Ja, ich probiere mal. Ansonsten natürlich können wir hier ein Sägewerk bauen. So, Gewerkschaft. Auch da müssen wir gucken. Ich glaube, es gibt ein Upgrade für das Haus. Was wir auch irgendwann brauchen werden. So, das ist fertig. Das hier könnten wir einsetzen. Aber da sie jetzt sowieso gleich fertig sind, gucke ich mal nach der nächsten Stufe. Phase 3. Was wir da als erstes brauchen. Ich denke, dass wir extrem viele Bauprofile brauchen. Wir können hier einfach schon mal, wir geben das gesamte Holz hier aus. Da sagen die Leute gleich was. Das Opium der Massen. Das Vertreter des Arbeiterrats sind hier. Sie wollen über die Verbannung organisierter Religion. Nee. Hier, Streikrisiko. Wie hoch ist es denn? Gering. Nach wie vor gering. Also, ja, nicht gut. Aber Religion gebe ich nicht auf. So, weniger als eine Stunde. Das schaffen die also noch in der heutigen Arbeitszeit. Ist ausgezeichnet. Technologie ist optimierter Schutz. Verringert die Kosten von Schutzkonstruktionen auf 4. Müssen wir 40 Holz ausgeben dafür. Ich möchte das haben, weil ich glaube, dass wir Herzensgenerators fertig. Phase 3, baue die Gießerei. Erledigt. Baue den Kern, baue 2 Stützrahmen. Lass sehen, Also Kern braucht 25 Stahlgemische, die müssen wir uns bauen. Also dafür ist die Gießerei da, das müssen die machen, während wir die Bauprofile bauen. Also alles gleich, wir haben von allem zu wenig, oh Mann. Standort 120. Gute Arbeit, du hast das Fundament des Generators fertiggestellt, du kommst gut voran. Hier unten könnten schlechtes Wetter und was ist das? Ernteausfälle schnell zum Aussterben ganzer Kolonien führen. Diejenigen, die hier bleiben, setzen ihre letzte Hoffnung in den neuen Evakuierungsplan der Regierung. Unsere Firma wurde von Oppositionspolitikern der Preistreiberei bezichtet. Natürlich handelt es sich dabei nur um üble Nachrede. Leider haben wir den Kontakt zu Standort 120 verloren. Wir hängen die Koordinaten an und würden es zu schätzen wissen, wenn du ein paar Männer schicken könntest, um dort nach dem Recht zu sehen. Sehr gerne. Sehr gerne. Weil wir dort höchstwahrscheinlich weitere Ressourcen finden. Dampfkerne, vielleicht. Das wäre ziemlich cool. Das könnten wir gebrauchen. Neues Gesetz. Sehr gerne. Ich gucke erstmal bei Arbeit. Haben wir bisher keine Schwerverletzten. Offizieller Grundsatz wäre eine Sache. Motivationsrede für den Arbeiterrat steigert die Motivation. Die Ideen des Arbeiterrats haben keine negativen Auswirkungen mehr. Die Motivation steigt leicht. Aber ja, gib. Ich glaube, wir brauchen was. Der Arbeiterrat steht hier. Wildbeuter sind zurück. Hab 250 Essensrationen mitgebracht. Ausgezeichnet. Hier. Motivationsrede. Die Motivation steigt, kostet 15 Essensrationen. Ja, zack, geben wir aus. Und schon ist die Motivation wieder ziemlich weit oben. Aber noch nicht so, dass wir einen Bonus davon hätten. So, Giftigkeit ist okay. Wir können nichts mehr. Wir müssen hier die Leute ab. Ah, da sind keine Leute. Hier sind Leute frei. Aber das hier gefällt mir nicht. Wir müssen es so machen. Max. Und dann bauen wir 9, können wir gerade bauen. Von 25, das ist so krass. Motivation steigt, ich weiß gar nicht wofür. Aber der hier ist ein Arbeiterlager, wir schicken den direkt weiter. Da ist ein gelber Punkt dran. Ich glaube, das führt uns zu der aktuellen Aufgabe, oder? Deswegen ist der gelb. So, der Bergsee hält noch 2 Tage. Der transportiert eher und das war es noch tatsächlich, ne? Mehr. Wir haben hier unten noch 3 Gräber, keine Ahnung, was wir da finden. Muss auch nochmal jemanden losschicken. Angelhafen,
angelt fleißig. Eine Bestellung müssen wir aufgeben. Jetzt haben wir genug Punkte. 2 Dampfkerne. Dann holen wir noch so viele Leute, wie wir können. Da wollte ich nicht hin. Morgen Abend kommen die erst an. Wenn wir könnten ein Sammellager machen, ne? Eine Sammelstelle, um das hier zu optimieren. Rohstoff. Oder eine Ladestation braucht einen Dampfkern, können wir nicht machen. Wollen wir den Hafen aufwerten? Ich bin erstmal für die Sammelstelle. Das ist noch zusätzlich, ne? Also also entweder nimmt man die Leute hier weg, aber man kann natürlich die Leute noch zusätzlich hier arbeiten lassen. Ja, das gilt auch für unsere Kohle. Hier ist noch 800. 1600 Kohle noch. Das ist nicht toll. Das ist möglicherweise sogar zu wenig. Ich habe gar keine Forschung aus... Oder? Hatte ich optimierten Schutz? Ach, jetzt habe ich den ganzen Stahl dafür ausgegeben. Verdammt. Was können wir noch? Sicherheitsverbesserung. In der Maschinenwerkstatt. Ja... Sicherheitsverbesserung in der Gießerei. Wie viel müssen wir dafür ausgeben? Echt viel. Erlaubt es, zusätzliche Lüftungsanlagen einzusetzen oder effizientere Lüster, ein neues Design einer Lüftungsanlage, das auf effizientere Lüftung dadurch würde Kohleverbrauch um 15. Auch nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Moment. Wer macht denn hier Stahl? Die Gießerei, mal hier weniger Forschung. Das hier hätte ich gerne. Weil ich vermute, dass die läuft einfach immer. Und 15% weniger sind nur noch 170 Kohle am Tag. So, die sammeln gerade nicht. Ich weiß nicht, wie viel die pro Stunde sammeln. Das ist, ich glaube, das ist gut. Wir haben hier 200 auf dem Haufen. Und den verbesserten Hafen können wir nicht. Weder Stahl noch Holz. Oh, Profile, Stahl, das ist echt schlimm. Wie sieht's morgen mit der Vergiftung aus? Es wird weniger, sehr gut. Wir Leute nach Hause. Ja. Achso, ich wollte die Sägewerk-Reichweite erhöhen. Naja, nächste Mal. Dann mache ich doch wieder irgendwas anderes. Ist ja klar. Die Unzufriedenheit ist okay. Ich bin für eine Nachtschicht beim Sammeln von Stahl. Und morgen früh gucken wir nochmal, wie es hier aussieht mit der Giftigkeit. Wie weit sind wir denn? 14%, aber das ist nur die Gießerei, ne, die wir hier haben. Und 2 Stützpfeiler mit 25 Wochen. Wir brauchen so viele Bauprofile. Aber wir kriegen die auch nicht. Also günstiger kriegen wir kriegen den Schutz besser. Optimierte Materialien hatten wir schon. Besser wird es hier nicht. Wir können nur noch den Schutz hier billiger machen, um weiterarbeiten zu können, auch wenn es schlechte Bedingungen gibt. Ja, das sollten wir machen. So, die müssen hier nicht durcharbeiten. Obwohl, die arbeiten durch, die nicht. Ja, ich glaube, ich mache es mal ein bisschen schneller bis zum Morgen.
Und können wir hier, Leute, wir haben hier Ingenieure und hier sind Arbeiter drauf. Die hätte ich auch hier zuordnen können, weil solange die keine Rohnahrung haben, brauchen die auch nicht. Brauchen die da auch nicht drin sitzen und warten. Tja, Holz 260. Holz ist nicht so das Allerwichtigste, ne? Also Holz kriegen wir immer noch auf andere Wege. Aber bei Stahl und Kohle sind wir echt drauf angewiesen. Den verbesserten Hafen würde ich gerne noch machen, glaube ich. Für Kohle, für Holz nicht so dringend. Hier ein bisschen schneller, bis wir den Tag beginnen. Moment, da gibt es auch einen Shortcut. Ja, hier. So, wo arbeitet der? Wie, was haben die hier für einen Bonus? Schichtkoordination, aktive Modulation ist Produktionsoptimierung. Ach, nice. Ja, krass. Ich habe bei den Fabriken habe ich es noch nie über 100 gesehen. Hier, Sanitätsstation schon. Hat ja auch mit Forschung zu tun, aber hier noch nicht. So, hier, das können wir wegmachen. Das ist super. Wir können sogar länger arbeiten. Brauchen mehr davon. Wir brauchen davon nicht unbedingt mehr. Das ist okay. Was verbrauchen die? Dampftausch halt aus Stahl. Nee, wir müssen unseren Stahl jetzt hier ausgeben. Die Wildbeuter sind da. Arbeiterlager. Erforschen. Was haben wir hier? Davon gelaufene Arbeiter. Die Arbeiter erzählen uns von Standort 120, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen von ihrem sklaventreibenden Boss geschunden wurden, bis sie eines Nachts genug hatten und davongelaufen sind. Ausgehungert und ungefähr die Hälfte ist noch dazu krank. Sie werden die Wildnis allein nicht überleben. Lasst sie in Ruhe, bringt sie in unser Lager, 50 Leute. Wir können später zurückkehren. Sagt ihnen, sie sollen sich nicht vom Fleck bewegen. Ich mache das später und gehe erstmal hier hin. Sonst, der mittlere Button hieß ja, bringt sie zur Baustelle. Ne? Und dann würden wir, glaube ich, Zeit verlieren, weil wir die kranken Leute jetzt erstmal nach Hause geleiten. So, das ist, glaube ich, gerade nicht so gut. So, verbesserter Hafen braucht 60 Holz. Sie haben zu wenig Holz. Das ist halt doch die Frage nach dem Sägewerk. Hier kriegen wir es nirgends hingebaut. Wir kriegen es hier hingebaut. Bauen wir es dahin. Vier Arbeiter. Leichenhalle. Nochmal zwei Leute, die Motivation auf. Ja, kann ich nicht sehen. Aber ist gut, wir sind auch hier auf 105. Das ist grandios. Weitere Teile bauen. Bis 18 Uhr. Wir haben nicht genug Holz, ne, um das effizient heute diesen wundervollen Tag zu nutzen. Nicht genug Leute, um hier kann die Leute von der Kohle abziehen. Aber die müssen ja erstmal hinlaufen, ne? Das ist so. Ja, die fangen hier nicht an zu arbeiten. Alle Mann wieder rein. Die frei haben, die müssen nicht irgendwann bauen. So, was haben die denn hier? Ratsprotest. Sir, die Vertreter des Rats haben die Arbeiter angestiftet, Protest gegen deine Unterzeichnung des offiziellen Grundsatzes einzulegen. Warum versuchst du, den Arbeiterrat mundtot zu machen? Ein Vertreter tritt hervor und hält die zerknitterte Ankündigung in die Luft. Was soll das werden? Das geht zu weit. Die Vertreter wirken sehr verärgert. Vielleicht sollten wir sie zum Essen einladen, damit sie beschwichtigen. 231 Essensrationen werden verbraucht. Das Streikrisiko steigt für 2 Tage. Sie müssen sich damit abfinden. Fuck you, won't be silenced.
Wo ist denn Streik? Risiko? Haben wir irgendwo eine Baustelle, wo die überhaupt... Nee. Hier nicht. Hier ein Punkt. Naja, meine Güte. Aber wir brauchen mehr Holz. Ja, Forschung ist gleich fertig, aber da müssen wir auch wieder Holz ausgeben, ne? Das ist so. Effiziente Lüfter. Achso, wir hätten heute die Lüfter auslassen können. Müssen wir irgendwas machen? Ne, 170 pro Tag, genau. Wie vorhergesehen. Ausgerechnet, meine ich. Neue Forschung. Können wir irgendwas uns leisten? Ne, wir haben nicht genug, aber wir haben fast genug Holz. Aber wir brauchen halt diese Dinger. 17, ne? Wir brauchen die Stützkonstruktion oder wie auch immer das... Wie hieß das nochmal? Stützrahmen 25 Bauprofile. Jetzt 18. Das wird gebaut. Den Hafen für Kohle mache ich trotzdem zuerst. Ja, uns schwimmen hier echt die Fälle so ein bisschen davon. Also die Rohstoffknappheit ist jetzt ein Problem. Also wir haben immer noch nicht genug. Wir wissen ja, dass 40 Holz kostet. Hier können 4 Leute sägen, aber die machen erst morgen und es sind nur 225 Bäume, also so toll ist nicht. Was ist, wenn man das abreißt? Ich bin 8 Holz zurück. Und wir brauchen auch 25 Stahlgemische, ne? Also wir haben nach wie vor hier zu wenig. Und das, obwohl die hier rund um die Uhr fast arbeiten. Transport ist angekommen, 2 Dampfkerne, 3 Arbeiter. Was machen wir? Wir bauen. Wir haben nichts. Dampfladestation kostet 40 Holz. Aber wo bauen wir die hin? Alles kostet Holz. Oh Mann, wo man am Anfang denkt, ach, Holz haben wir. Ohne Ende. So, wir geben 20 Essensrationen aus. Für einen kleinen Motivationsschub. Wie sieht es mit dem Arbeiterrad aus? Das hat noch eine Ablenkzeit. In 5 Minuten ist der Typ da. Das gucken wir uns noch an. Eingestürzte Mine. Es ist eine Kohlemine, die nach einem Einsturz evakuiert wurde. Weitermachen wir am nächsten Standort 120. Da ist er. Sehr schön. Was wir da finden, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.